Ich habe auch noch anderes zu tun. Ist was? Gibt's Probleme? Was denn? Was willst du wissen, Süßer? Wie ist im Moment die Lage in der Stadt? Die Banditen des Don übernehmen die Stadt. Das ist gut fürs Geschäft, aber wer weiß, wie lange sich die Weißen das gefallen lassen. Wenn es kracht, ziehen wir am besten alle den Kopf ein. Erzähl mir was über die Banditen des Don. Nein, 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 so läuft das nicht, Schätzchen. Das ist doch keine Frage. Ich sagte, du stellst eine Frage und ich gebe die Antwort, wenn ich kann, klar? Also, hier hast du dein Gold zurück. Versuch's nochmal. Wo finde ich den Banditenhauptmann der Stadt? Seine Jungs haben mich zu ihm geschickt. Wenn das so ist, Skordo sitzt hinten im Lagerraum. Im Waschraum gibt es einen geheimen Schalter hinter einem Bild an der Wand. Die Geheimtür, die er öffnet, wird dich zu ihm führen. Ah ja, danke. Ey, du! Was willst du hier, Mistkerl? Wer hat dich geschickt? Entspann dich. Ich bin hier, um euch zu unterstützen. Hm. Ist das so? Na, dann bin ich ja mal gespannt, was du zu sagen hast. Was hast du anzubieten? Ich habe hier einige seltene Artefakte. Kannst sie dir ja mal ansehen. Du siehst aus, als könntest du sie dir leisten. Warum sitzt du hier im Lagerraum? Ich habe hier wichtige Dinge zu erledigen. Mehr musst du nicht wissen. Ich glaube eher, dass du dich hier versteckt hältst. Hast du was ausgefressen? Mach ruhig so weiter. Und ich schwöre dir, du wirst noch mächtig Ärger bekommen. Du kannst mir vertrauen. Ich bin auf eurer Seite. Tatsächlich? Moment mal. Du bist doch nicht etwa dieser Schiffbrüchige, der meinen Jungs in der Stadt geholfen hat, oder? Ich schätze, genau der bin ich. Ha! Warum sagst du denn das nicht gleich? Mein lieber Mann, du hast es den Weißen aber ganz schön gezeigt. Das war gute Arbeit. Wenn du so weitermachst, wirst du es bei uns Banditen noch sehr weit bringen. Der Don schickt mich. Ich soll ihm berichten, wie die Lage hier vor Ort ist. Tatsächlich? Sollst du das? Ist ja interessant. Du willst mir also weismachen, dass du schon mit Don Esteban im Banditenlager gesprochen hast, ja? Ja, hab ich. So, so. Und woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Die Frage ist, ob du dir leisten kannst, mir nicht zu glauben. Hm. Na gut. Du warst also beim Don. Und er will über die Lage in der Hafenstadt unterrichtet werden. Ja? Richtig. Erzähl mir was Neues, Kleiner. Wenn ich Zeit dafür habe, werde ich mich darum kümmern. Was genau ist eure Aufgabe hier in der Hafenstadt? Ich habe mit den Jungs gesprochen. Und sie halten dich für einen guten Mann. Nun gut. Du hast uns bewiesen, dass du auf unserer Seite bist, Kleiner. Ich denke, ich kann dir mit ruhigem Gewissen von unserem Plan erzählen. Also hör zu. Ich leite die Geschäfte des Don in der Stadt, solange er fort ist. Ich halte für ihn Augen und Ohren offen.
Und sorge dafür, dass die Stadt bald wieder uns gehört. Gibt es ein Artefakt, das dich besonders interessiert? Eins? Genauer gesagt sind es gleich drei. Es heißt, hier in der Stadt seien drei sehr wertvolle Schalen aus Gold im Umlauf. Wenn du die Schalen auftreiben kannst, würde ich dir, sagen wir, 600 Goldmünzen dafür zahlen. Das Angebot mache ich dir allerdings nur, wenn du mir alle drei bringst. Klar? Ich besorge dir die drei Goldschalen. In Ordnung. Aber lass dir die Dinger nicht abnehmen, wenn du sie gefunden hast. Klar? Wäre doch schade drum. Hier, hast du deine drei Goldschalen. Ah, sehr gut. Hier hast du dein Gold. War mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Wie schmuggelt ihr die goldenen Artefakte aus der Stadt? Wir haben einen Tunnelkleiner. Er führt direkt vor die Mauern der Hafenstadt. Solange die Weißen den Ausgang des Tunnels nicht entdecken, kommen wir ungesehen rein und wieder raus. Verstehe. Wie wollt ihr die Stadt wieder zurückerobern? Lass uns erstmal genug Mittel haben, um sie aus der Stadt zu treiben. Wenn Esteban das Zeichen gibt, werden wir sie angreifen. Und so wie die Dinge liegen, wird's nicht mehr allzu lange dauern. Du, Kleiner, hast entscheidend dazu beigetragen, dass wir uns hier bald alles unter den Nagel reißen können. Würde einiges dafür geben, die dumme Fresse des Inquisitors zu sehen, wenn er davon erfährt. Wie stehst du zu den Ordenskriegern hier in der Stadt? Ein Haufen fanatischer Idioten. Sie tun exakt das, was der Inquisitor ihnen sagt. Sie sind nicht bestechlich. Und das ist es, was ich an ihnen nicht mag. So bald wird der Inquisitor wohl nicht wieder abziehen. Was sehr bedauerlich ist. Aber wenn wir schlau sind, vermeiden wir erstmal einen offenen Konflikt mit ihm und seinen Ordenskriegern. Wenn sie sich nur aus unseren Geschäften heraushalten würden, wäre ich schon glücklich. Was ist als nächstes zu tun? Jemand muss ins Banditenlager gehen und dem Don von der guten Lage hier berichten. Der Don wartet schon ziemlich lange darauf. Ich hoffe, er ist noch nicht allzu ungehalten. Hat leider etwas länger gedauert als geplant. Hey, das wäre doch ein Job für dich! Ja, ich hab's geahnt. Ja klar, du nimmst dieses Paket hier und bringst es ins Banditenlager. Mit den besten Grüßen von Scordo. Der Don wird sich freuen. Tolle Idee. Und was machst du so lange? Ich halte hier die Stellung. Was sonst? Jemand muss hier vor Ort die Lage im Auge behalten. In Ordnung. Ich übergebe dein Paket dem Don. Sehr gut. Hier hast du es. Und den Schlüssel für die Tür da drüben. Sie führt durch den geheimen Tunnel. Raus aus der Stadt. Lass dich bloß nicht erwischen. Sonst sind wir geliefert. Klar? Und beeil dich. Wir haben schon viel zu viel Zeit verschwendet. Ja, ja. Die Weißen haben die Kontrolle über die Stadt verloren. Dann kann jetzt nichts mehr schiefgehen, wenn der Don zurückkommt. Wunderbar. Das hast du vortrefflich gemacht. Hier, ich habe auch was für dich. Weiter so, mein Freund. Bald gehört uns die ganze Insel. Scordo hat die Hafenstadt im Griff. Er wartet nur auf ein Zeichen von dir, um die Weißen in der Stadt anzugreifen. Haha, ich wusste es. Das ist gut. Das ist sehr gut. Der Inquisitor soll sich warm anziehen. Wie steht es um die Artefaktlieferung? Hat Scordo dir etwas mitgegeben? Scordo gab mir dieses Paket hier. Ich soll es dir geben. Großartig. Das hast du vortrefflich gemacht, Kleiner. Scordo scheint dir mächtig zu vertrauen, wenn er dir dieses Päckchen gibt. Und damit nicht genug. Du hast es sogar an den Weißen vorbei bis zu mir geschmuggelt. Alle Achtung, du bist ein Teufelskerl. Auf jemanden wie dich habe ich gewartet. Ab dem heutigen Tage bist du einer von uns und darfst dich Jäger nennen, mein Junge.
Du hast dir den Respekt meiner Männer hier im Lager und der in der Hafenstadt reichlich verdient. Meinen Glückwunsch. Danke. Du machst Geschäfte mit Piraten? Warum nicht? Wenn es sich lohnt, mache ich mit jedem Geschäfte. Aber das soll dich nicht interessieren, klar? Ich brauche eine bessere Rüstung. Wenn's mehr nicht ist, die kann ich dir geben. Du wirfst dein Gold auf meinen Haufen und ich gebe dir was Vernünftiges zum Anziehen. Gib mir die Rüstung eines Jägers. In Ordnung. Du bist jetzt einer von uns. Hier hast du sie. Danke. War mir ein Fest. Was hast du für Probleme? Viele meiner Männer haben Angst vor dem Orden. Sie fürchten, dass der Inquisitor uns angreift. Und was glaubst du? Wenn der Inquisitor scharf auf unser Gold wäre, hätte er uns längst angegriffen. Offensichtlich hat er andere Pläne. Mach das mal meinen Männern klar. Wenn es nach denen ginge, hätten wir den Goldhaufen längst aufgeteilt und das Lager dicht gemacht. Das kann so nicht weitergehen. Was könnte der Inquisitor vorhaben? Das ist eine gute Frage. Du wirst es herausfinden. Moment, nicht so schnell. Wie soll ich das anstellen? Ich schicke dich zu ihm, um zu verhandeln. Was soll ich dem Inquisitor sagen? Durch die Kämpfe mit den Weißen habe ich in letzter Zeit einfach viel zu viele Männer verloren. Wenn das so weitergeht, werden wir bald so geschwächt sein, dass sie uns am Ende doch noch überrennen. Wir müssen etwas dagegen unternehmen. Du wirst einen Waffenstillstand für mich aushandeln. Ich bin auch bereit, dafür zu bezahlen. Was kannst du dem Inquisitor anbieten? Da ich nicht weiß, was er vorhat, weiß ich auch nicht, was er will. Unser Gold ist es anscheinend nicht. Er soll selbst sagen, was ihm der Frieden wert ist. Vielleicht erfahren wir ja auf diese Weise, was er vorhat. Wie komme ich an den Weißen vorbei? Sag ihnen, dass ich dich schicke. Das wird vermutlich schon reichen. Gut, ich werde deine Botschaft überbringen. Sei vorsichtig und lass dich nicht übers Ohr hauen. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Hier steht etwas über Magie. Du hast einen weiten Weg auf dich genommen, Bandit. Was willst du von mir? Ich bringe eine Botschaft von Don Esteban. Was will er? Verhandeln? Warum kommt er nicht selbst? Er hat's nicht so mit weiten Wegen. Fürchtet er etwa um sein Leben? Nicht eine Sekunde. Meinetwegen, dann sprich. Was für eine Botschaft bringst du mir? Die Kämpfe zwischen dem Orden und den Banditen müssen aufhören. Bekommt Esteban es mit der Angst zu tun oder ist er müde geworden? Den Monstern ist es egal, welche Rüstung wir tragen. Sie greifen jeden an. Sie sind die eigentliche Bedrohung. Die eigentliche Bedrohung? Du weißt gar nichts. Jedenfalls noch nicht. Du weißt mehr über die Bedrohung? Es ist, wie du sagst. Es gibt eine Bedrohung auf dieser Insel. Aber sie ist weitaus größer, als ihr Banditen euch vorstellen könnt. Was wir jetzt brauchen, ist Frieden. Frieden? Es gibt keinen Frieden auf dieser Welt. Soll ich Don Esteban das sagen? Nein, aber ein Waffenstillstand hat seinen Preis. Gut, was verlangst du? Ich habe kein Interesse daran, einen Krieg gegen euch zu führen. Höre, was ich dir zu sagen habe, und bringe mir, was ich verlangen werde. Dann könnt ihr euren Frieden haben. Dann erzähl mir, was los ist. Die Götter haben uns verlassen. Und die dunkle Welle
brachte Zerstörung über die Welt. Aber sie sind nicht ohne Geschenk von uns gegangen. In dieser Halle hier erschien die heilige Flamme als Zeichen, dass wir nicht vergessen sind. Ein letztes Versprechen der Götter, dass uns Menschen die Welt gehört. Warum haben die Götter die Welt verlassen? Das ist eine andere Geschichte, die für uns nicht länger von Bedeutung ist. Es ist passiert. Und alles, was jetzt zählt, ist unser Überleben. Und wir werden überleben, indem wir unsere Feinde besiegen. Was ist die Macht der Flamme? Die Flamme ist die Quelle der Magie. Das ist ihre Macht. Durch ihre Magie wird die Insel beschützt. Beschützt? Und was ist mit den Ruinen und den Monstern? Der Schutz wird schwächer, unsere Feinde stärker. Die Zerstörung hat bereits begonnen. Wer ist der Feind? Die dunkle Welle hat Mächte längst vergangener Tage freigesetzt. Die Zeit der Titanen sollte vorbei sein. Und doch sind sie hier, überall da draußen. Sie ziehen über die Meere und kommen mit den Stürmen. Sie kommen, unsere letzten Enklaven zu vernichten. Wie können wir die Zerstörung aufhalten? Solange die Flamme brennt, ist der Kampf noch nicht entschieden. Die Macht ihrer Magie ist die stärkste Waffe, die wir haben. Komm mit mir, ich werde es dir zeigen. Was sind die Titanen? Folge mir, dann wirst du es erfahren. Dann zeig es mir, ich will alles erfahren. Gehen wir. Einst herrschten die Titanen über die Welt. Doch die Götter konnten sie vertreiben. Jetzt, da die Götter weg sind, fallen sie erneut über unsere Welt her. Doch in dieser Zeit ist kein Platz für Menschen und Titanen. Einer wird weichen müssen, und das werden nicht wir sein. Folge mir. Ich habe die Titanen bekämpft, auf Land und auf See. Und ich habe viele Waffen gegen sie eingesetzt. Wir werden den Kampf gewinnen, wenn wir wissen, wie wir die Flamme nutzen. Doch dazu müssen wir ihr Geheimnis ergründen. Weiter. Ich kann sehen, was keiner sieht. Mein Auge zeigt mir die magischen Strömungen der Welt. Die Flamme, die in der heiligen Halle zu sehen ist, hat ihren Ursprung im Feuer des Vulkans. Weiter jetzt! Hier ist es. Dieses Tor wird uns hinabführen, zum Ursprung der heiligen Flamme. Du willst wissen, was für eine Waffe die Flamme ist? Ich sage dir, die einzige, die uns noch helfen kann. Steig mit mir hinab in die Finsternis und erkunde mit mir das Geheimnis der Flamme. Wir holen uns ihre Macht und dann werden wir über die Titanen siegen. Wie kriegen wir das verdammte Ding auf? Kein Zauber, den wir wirken können, und auch nicht die Kraft aller Männer, kann dieses Tor öffnen. Allein die 5 Schlüssel werden es. 5 goldene Kristallscheiben setzen den Mechanismus in Gang. Und wo genau sind diese Scheiben? Eine von ihnen hielt ich bereits in meinen Händen. Doch leider war sie beschädigt.
Die anderen vier müssen sich auch irgendwo hier auf dieser Insel befinden. Du wirst sie mir bringen. Jetzt weißt du, warum ich hier bin. Jetzt weißt du, was ich von dir will. Nun ist es an dir. Gibt es einen schnelleren Weg, diesen Ort zu erreichen? Hier, nimm diesen Teleportstein. Er ist eines der wertvolleren Artefakte, die wir in den Tempeln gefunden haben. Ich selbst habe ihn schon benutzt. Er wird dich auf direktem Wege wieder zu mir zurückbringen. Also, wenn ich dir helfe, kriegt Don Esteban seinen Frieden. Frieden, Gold. Solange er meine Leute in Ruhe lässt, kann er machen, was er will. Aber du wirst mir die Kristallscheiben bringen. Du wirst mit mir dieses Tor öffnen und dann wirst du mit mir hinabsteigen. Warum ich? Weil Esteban dich geschickt hat. Finde diese Scheiben. Wegen der goldenen Kristallscheiben. Wo ist deine beschädigte Scheibe jetzt? Sie war der dunklen Welle ausgesetzt. Und hat dabei leider gänzlich ihre Macht verloren. Ohne sie können wir das Portal nicht öffnen. Und wo willst du so schnell Ersatz für sie finden? Das wird nicht möglich sein. In den alten Schriften ist die Rede von genau 5 goldenen Kristallscheiben. Nicht mehr, nicht weniger. Daher habe ich den Magier Cyrus geschickt, um die Scheibe zu reparieren. Wohin hast du Cyrus geschickt? Es gibt nur einen Mann, der uns helfen kann. Der Druide Eldrick. Länger als irgendein anderer lebt er schon auf dieser Insel. Er kennt die Geheimnisse der Natur und der Magie. Ich hoffe, dass seine Kraft ausreicht, um die Scheibe wiederherzustellen. Du weißt es nicht? Nein. Genauso wenig weiß ich, warum es so lange dauert. Cyrus hätte längst wieder hier sein sollen. Vielleicht ist ihm was zugestoßen. Wir müssen sicher gehen und nachsehen. Ich werde nach Cyrus suchen. Ja, das ist der Geist, den ich hier brauche. Sorge dafür, dass Eldrick die Scheibe repariert und dann bring sie mir. Aber beeile dich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Was ist ein Druide? Druiden sind Einzelgänger, die sich den Gesetzen und Moral der Gemeinschaft nicht unterordnen wollen. Tiere und Wildnis stehen ihnen näher als Ordnung und Zivilisation. Aber sie haben Macht. Sie beziehen sie aus der rohen, ungebändigten Kraft der Natur. Vertraust du ihnen? Nein. Aber viele Druiden sind Hüter von sehr altem und mächtigem Wissen. Wissen, das wir jetzt brauchen. Wo finde ich den Druiden Eldrick? Der Einsiedler hat seine Hütte auf der Ostseite der Insel, am Fuße des Vulkans. Im Schatten einer Bergwand wirst du die finden. Wo außer beim Don soll ich noch suchen? Ich hörte das Gerücht, dass unten in unserem Zwischenlager vor der Vulkanfestung kürzlich eine der Kristallscheiben aufgetaucht sein soll. Bisher ist sie allerdings noch nicht bis hierher geliefert worden. Also gehe ich davon aus, dass es sich tatsächlich nur um ein Gerücht handelt. Jedoch, wenn nicht, ich denke, du solltest dort besser mal nach dem Rechten sehen. Sprich mit Severin. Wenn, dann müsste er davon wissen. Ich habe mit dem Inquisitor gesprochen. Für einen Waffenstillstand zwischen uns und den Weißen sollst du ihm alle goldenen Kristallscheiben aushändigen, die sich in deinem Besitz befinden. Das ist sein Preis. Ha, das ist doch noch nicht alles. Was hat er mit den Scheiben vor? Hinter der Vulkanfestung gibt es ein Tor. Es führt in den Berg und war verschüttet. Der Inquisitor vermutet dort die Ursache für die bedrohlichen Vorkommnisse auf der Insel. Die Scheiben braucht er, um das Tor zu öffnen. Verstehe. Weißt du, was hinter dem Tor ist? Vermutlich ein Tempel, aber Genaues weiß man erst, wenn man hineingeht.
Mendoza will, dass ich mit ihm zusammen durch das Tor gehe. Sehr gut. Der Inquisitor öffnet einen neuen Tempel und einer meiner Jungs ist dabei. Der Gedanke gefällt mir. Du hast meine Erlaubnis. Aber wenn du hineingehst, arbeitest du natürlich weiter für mich. Das ist dir hoffentlich klar. Was soll ich im Tempel für dich tun? Ein Tempel bedeutet Gold. Und ein ungeöffneter Tempel bedeutet viel Gold. Wenn du dort hineingehst, wirst du dafür sorgen, dass dieses Gold auf unseren Haufen wandert. Das wird das lukrativste Geschäft seit langem. Wo sind die Scheiben? Nun, eine habe ich hier. Wo sind die anderen Scheiben? Keine Ahnung. Aber ich habe da so eine Vermutung. Mein Leibwächter Fincher organisiert gerade eine Ausgrabung bei einer Tempelruine im Osten, nicht weit von der Vulkanfestung entfernt. Vielleicht findest du eine der Scheiben dort, in diesem Osttempel. Wieso vermutest du eine der Scheiben ausgerechnet in Finchers Osttempel? Die meisten Ruinen auf der Insel sind klein und bereits geplündert. Es gibt nur wenige größere Tempelanlagen. Eine davon siehst du hier. Wenn der Inquisitor in seiner großen Festung da oben die Scheiben nicht hat und ich die restlichen Scheiben nicht habe, dann könnte eine davon im Osttempel sein. Also wirst du dem Inquisitor deine Scheibe geben? Moment, nicht so schnell, mein Freund. Fassen wir mal zusammen. Der mächtige Inquisitor Mendoza kommt auf diese Insel, tyrannisiert die Bauern, sperrt das Volk in meiner Hafenstadt ein, macht mir das Leben zur Hölle. Und diesen ganzen Aufstand nur, um an diese dämlichen Scheiben zu gelangen? Ja? Und jetzt halte ich eine dieser Scheiben in meinen Händen und soll sie ihm einfach so übergeben? Nein, so läuft das nicht. Was hast du vor? Das weiß ich noch nicht genau. Aber ich sage dir, was du tun wirst. Bring mir erstmal die restlichen Kristallscheiben, die der Inquisitor für seinen Tempel benötigt. Wenn wir alle Scheiben hier haben, wird er uns nicht mehr mit dem bisschen Goldkram aus seinem Tempel abspeisen können. Dann haben wir ihn gänzlich in der Hand. Anschließend können wir uns immer noch Gedanken machen, was wir als Gegenleistung für seine wertvollen Scheiben verlangen.